Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier von Man of War 2, gerade der Start eines neuen Livestreams. Wir sind immer auf Twitch unterwegs, wenn wir hier Man of War 2 spielen, und wenn du das nächste Mal dabei sein möchtest, dann gerne mal hier auf Twitch meinem Kanal folgen, alles unten verlinkt übrigens in der Beschreibung, wenn du gerade auf YouTube zuschauen solltest, und dann beim nächsten Mal gerne live dabei sein. Würde mich sehr freuen. Hab gerade gedacht, hier ist im Chat was los, aber da wurde oben nur der Header gerade geändert. Alles klar, passt alles noch. Die Aufnahme läuft, der Stream läuft. Wir sind, glaube ich, gut gerüstet für heute und starten rein in die dritte Mission der USA-Kampagne, und zwar das Unternehmen Lüttich. Da wollen wir heute reinstarten. Ich vermute mal, es wird immer noch weitergehen, genau, mit unserem Bataillon. Das 68. motorisierte Schützenbataillon, das kennen wir ja schon. Das begleitet uns ja seit der ersten Mission hier in dieser USA-Kampagne und wahrscheinlich auch bis zur letzten. Vielleicht ist das eine Bataillon, dieses Bataillon, das mit uns die gesamte amerikanische Geschichte, die gesamte Geschichte der Kampagne, quasi von Anfang bis zum Ende durchlebt. Das werden wir rausfinden. Ich würde mal sagen, wir gehen in den kleinen Kameramodus und dann gucken wir mal, was hier auf uns zukommt in Unternehmen Lüttich. Wir sind am Stadtrand von Montsevier in der Normandie im Jahre 1944. Die Offensive der Alliierten in Frankreich nimmt rasch Fahrt auf, und das haben wir definitiv gesehen beim letzten Mal. Lieutenant Carl Young, Kommandeur des 68. Mechanisierten Kompanie, das durch Schützen der Kompanie H verstärkt wird, ist auf dem Weg von nach Montsevier. Die kleine französische Stadt ist von strategischem Wert, da sie in der Nähe einiger Brücken liegt, über die Verstärkung über den Fluss Valmont gebracht werden kann. Alles klar, das heißt, entweder es wird hier eine Eroberungstour geben über die Brücken, oder wir müssen diese Stadt halten, weil die Deutschen sich die natürlich zurückholen möchten. Wir haben gesehen, beim letzten Mal, da ging es ja ordentlich zur Sache in Corso. Einerseits haben wir unsere Panzer super strategisch aufgestellt, hätten die vielleicht doch ein bisschen eher schützen können, wenn wir die wirklich ganz einbunkern, mit den Sandsäcken drumherum gestülpt. Aber egal, es hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, bis dann die Raketensalven plötzlich gekommen sind, denn dann wurde diese Stadt einfach von der Landkarte gefegt. Die wurde zerstört, und die paar Truppen, die wir dort zurücklassen mussten, sind leider auch dabei draufgegangen. Aber ich denke mal, genauso actionreich wird es in dieser Runde hier weitergehen, in dieser Mission. Wie gesagt, wir sind weiterhin mit dem 68. motorisierten Schützenbataillon dabei, wollen natürlich auch an der Schwierigkeit nichts ändern, immer noch im epischen Modus. Aus diesem Schlachthaus kommt kaum einer lebendig raus. Das wird wirklich, wirklich krass werden. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken trotzdem noch mal ganz kurz, was wir denn hier jetzt hier wirklich vor uns haben mit dem 68. motorisierten Schützenbataillon. Nach heftigen Gefechten wurde Lieutenant Youngs Bataillon schließlich um Artillerieeinheiten ergänzt. Super, super, super. Artillerie haben wir bis jetzt immer nur vom Feind gestohlen. Jetzt haben wir wohl auch eigene. Sehr schön. Die verschiedenen Spezialinfanterieeinheiten haben ab sofort Artillerieunterstützung. Super. Wir haben ein Mehrzweckbataillon, aber eben auch nur eine geringe Anzahl an Leuten. Und welche das sind, das sehen wir hier. Wir haben die erste Staffel. Da sind welche dabei? Ingenieurveteranen haben wir hier. Unterstützungseinheit. Wir haben MP-Infanteristen, wir haben normale Schützen, wir haben den MG-Trupp, der immer relativ scheiße ist, wenn wir ehrlich sind. Mit dem haben wir überhaupt noch, glaube ich, wirklich nicht viel zusammengebracht. Wir haben die Bazooka-Grenadiere, sehr gut. Die sind definitiv eine der besten Einheiten, die wir haben können. Und eben die stinknormalen Artilleristen, aber man sieht immer nur einer. Hier sind 25, super. Wir haben 25 von denen, die nichts können. Na, das kann ja nur gut gehen. Das kann ja nur gut gehen, liebe Freunde. Und ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier gleich im Hauptmenü die Nerven wegwerfen, starten wir rein. Lagerung der Schlacht, wir starten rein. Ich bin gespannt, ich werde direkt mal hier den Finger auf die richtigen Buttons drücken auf meinem Steam-Deck. Denn ich vermute mal, es wird hier wieder losgehen mit einer kleinen Zwischensequenz. Übrigens, die Bilder, die ihr da hinten seht, die nutze ich immer für die Thumbnails. Die kommen super gut an bei euch. Blöd ist halt nur, dass da jetzt immer was steht. Aber das haben wir ja gerade gelesen. Und ich könnte es theoretisch ausblenden. Also nicht hier, aber mit einem KI-Programm, aber das will ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe so viele Bilder, die ich im Hintergrund dann aufnehmen kann, aber die hier sind wirklich, wirklich gut gemacht. So, ich bin bereit für die Zwischensequenz. Ich hoffe, du auch. Und ich hoffe, Benji auch, der gerade im Chat ist. Na komm, 83%, der macht's wieder spannend. Das Gute ist zumindest bei dieser Mission, wir müssen uns überhaupt keine Gedanken machen, wen nehmen als Verstärkung. Es gibt keine Verstärkung, wir sind die Verstärkung. How long do we still have to walk, Lieutenant?
Just a little, I think, Sergeant. The Krauts' position are right under our noses. Stop chit-chatting. There's another friggin' little French town up ahead. Through my binoculars, I'm not seeing a lot of Germans, but they sure are serious about defending the main road into the town. We can try striking from the flank. Na gut, Freunde. Na, das geht ja schon mal gut los. Was machen die hier eigentlich? Ach so, die sind gar nicht mehr in unserer Hand. Aha. Was macht denn der? Ich gehe mal sicherheitshalber in den Pause-Modus. Ich habe das Gefühl, die KI ist wieder ein bisschen zu vorschnell unterwegs hier. Wir haben ja gesehen beim letzten Mal, was da passiert. Zack, und der Panzer ist weg. Was haben wir denn da überhaupt? Wir haben den M4A2, einen Thunderbolt. Sehr schön, das ist einer der Sorte, den wir, oder vielleicht sogar der, den wir gerettet haben, da vor ein paar Missionen mal. Dann haben wir hier drüben den Sherman und zwar in doppelter Ausführung. Sehr schön. Ist eigentlich besser? Weiß ich gar nicht. Kennen wir überhaupt nicht aus bei Panzern. Keine Ahnung. Was haben wir hier? 50er Kaliber Browning M2. Maschinengewehr Wanne. Maschinengewehr Koaxial. Oh Gott, Panzerung 107,9 mm. Immer noch ein bisschen Husten. Also ich glaube, ich werde den nie wieder los, den Husten. Ich habe das jetzt seit 3 Wochen oder so. Tempo 10 km/h. Tempo 10 km/h. Ich glaube, die sind eigentlich alle ziemlich gleich gut, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht ist der hier eine Spur schlechter, keine Ahnung, weil der A3 heißt und der A2. Aber pff, ganz ehrlich, ich denke, wir kommen mit den beiden ganz gut klar. Wobei, eigentlich wurscht, weil wir haben ja die eh nicht unter unserer Kontrolle. Das macht ja eh die KI, vorerst mal. Wir haben nur die hier unter unserer Kontrolle. Und leider Gottes niemanden als Verstärkung. Der Bazooka-Typ ist hier, die Ingenieuren sind da, die Schützen, MP-Infanteristen und eben dieser komische MG-Trupp. Warum heißt der MG-Trupp, wenn die alle nur so ein komisches Gewehr dabei haben? Was ist das für ein MG? Habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wo die das hier eingepackt haben. Die haben eigentlich nur das hier und ein paar Splittergranaten. Das war's aber auch. Gewehrmagazin. Super. Ach du Scheiße. Und jetzt sehe ich erst, was da auf der Map los ist. Erobern Sie die Stadt. Mhm. Ja. Na gut, dass wir 1, 4, 5, 9, 12 Leute haben. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben 12 Leute und 3 Panzer, die erstmal, ja, ihr eigenes Ding versuchen. Ich glaube, das wird super. Da haben wir überhaupt kein Problem, sicher die ganze Stadt hier einzunehmen. Mit 12 Leuten und 3 Panzern, die wir nicht kontrollieren können. Supi. Na, das läuft ja schon mal. In der Kirche gibt es übrigens ein Vorratslager. Was ist das für eine Position, Freunde? Warum stelle ich ein Vorratslager mitten in die Kirche? Außerdem sieht diese Kirche sehr aus wie die Kirche, die wir von Sniper Elite 5 kennen. Also wenn wir das jetzt mal vergleichen, das ist ja fast ident. Mit dem kaputten Kirchturm, mit dem kaputten Teil hier. Cool. Da ist ein Vorratslager drin, das ist ja mal super geil. Was haben wir denn hier noch? Da sind so viele Leute, das ist ja unglaublich. Kann ich mir die einblenden? Sieht man die? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich meine, es sind nur Infanteristen. Was machen die denn da? Aha. Okay, die haben hier Kisten versteckt im Busch. Interessant. Interessant und taktisch gut. Da sind nochmal 3. Die haben gar nichts, oder was? Doch, die haben ein Gewehr. Wahrscheinlich gerade geschultert. Genau, da hinten ist das Gewehr. Ach du meine Güte. Ja, und das sind dann wohl die Brücken, von denen wir gerade eben gehört haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das wird ein bisschen kritisch, das hier einzunehmen. Da haben sie die erste Stellung. Einerseits mit dem MG42. Das könnte man theoretisch easy erledigen, wenn wir hier lang spazieren. Da können die mit dem MG überhaupt nichts machen, weil wir da ein paar Granaten reinpfeffern. Ach, du meine Güte. Das Gute ist, hier ist kein Panzer oder sowas. Also noch nicht. Da vorne ist ein Geschütz, eine Flak 36. Aber ich glaube, bevor wir jetzt hier... Und da ist ja noch was, nochmal eine Flak 36. Na, super toll. Bevor wir da jetzt irgendwas planen, und ich will gar nichts planen, ich gucke jetzt mal, was die machen. Wer sind die zwei? Warum sind die da drüben eigentlich? Was ist denn da los? Warum werden die da mitgetrieben? Ingenieurveteran und Grenadier? Die sollen mal hier bleiben. Bazooka, na, der geht nicht an die Front. Hallo, hallo. So.
Okay, der wird halb überfahren von dem Panzer hier. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Und ganz ehrlich, ich will es auch nicht wissen. Erobern Sie die Stadt. Na dann erober mal. Erober mal. Ich kann ja meine Truppen so langsam mal hier vorziehen. Ist halt nur die Frage, was machen die? Machen die jetzt einen Frontalangriff da nach vorne oder sind sie spätestens hier tot? Außer die schießen das Ding gleich über den Haufen. Die sind ziemlich unbeeindruckt übrigens. Aber ich finde das immer noch so geil, dass man hier direkt reinzoomen kann in das Ganze. Cool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich die steuern könnte, dann hätten wir hier definitiv schon mal ein paar Möglichkeiten, um in diese Stadt einzudringen. Aber wenn die KI macht, was sie will, dann haben wir ein Problem. Wir müssen irgendwie mit unseren Truppen hier hantieren. Aber wie? Bringen diese Steingebäude hier irgendwas? Ich denke nicht. Nee. Ganz ehrlich, ich gucke mir das mal an, was die machen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum die jetzt hier an vorderster Front wollen. Ich meine, ja, erobern sie die Stadt. Hoppla, da gibt es eine Zwischensequenz. 88mm AAs everywhere. If your tanks get too close, Lieutenant, they'll take you out like rabbits in an open field. Ach so. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Aha. Na super. Na guck mal an. Wenn sie den Dingern zu nahe kommen, dann werden die Panzer pulverisiert. Aha. Na wieder was dazugelernt. Gut, dass wir das gerade vor 5 Minuten schon gesehen haben. Erobern sie die Stadt. Ja, ja. Und was machen die jetzt hier? Die bleiben mitten auf der Straße stehen. Wir haben links und rechts einen Wald. Wobei das, ja gut, das blenden wir mal aus. Wir haben links einen Wald, wo sich die theoretisch einfach mal hier zurückziehen könnten und in den Tarnmodus gehen. Den Tarnmodus, den kennen wir. Jeder hat so ein Gebüsch dabei. Die könnten theoretisch dieses Gebüsch hier aufsetzen und die Sache hat sich. Tja, funktioniert super. Funktioniert super. Sieht man. Ganz komisch. Ganz, 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 ganz komisch. So, schauen wir mal. Was machen die denn hier? Ja, gar nichts. Die gehen wieder. Auch gut. Auch gut, auch gut. Du schreibst, die Sync ist irgendwie scheiße. Was meinst du mit dem Ton? Das Ganze läuft über Voice Meter. Ich hoffe, das passt. Es war kein Update. Wenn, dann bin ich schuld. Sonst kann ich sie mal gut auf die Update schieben, aber heute war kein Update. Das Einzige, was es gab, war ein Update für Stream Deck, aber das hat mit dem ganzen Ton und so nichts zu tun. Ja, weiß ich nicht, da müssen wir die halt irgendwie nach vorne bringen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Ich meine, einerseits könnten wir auch sagen, aber da oben ist auch wieder so ein MG. Oder hier lang? Ich meine, wir brauchen gar nicht in den Pause-Modus gehen, weil es passiert ja nichts. Noch nicht. Ist da ein Pferd? Hallo? Galoppel, Galoppel? Habe ich irgendwas gehört gerade? So. Taktische Planung Nummer 1. 12 Leute. Wie soll ich das machen? Wenn wir hier rüber gehen, da hätten wir theoretisch die 3. Das Blöde ist natürlich, ich bin normalerweise jemand, der mit Schalldämpfer vorgeht. Wenn ihr Sniper Elite 5 geguckt habt auf meinem Kanal beispielsweise, egal was, ich bin immer der, der nicht mit gezückter Waffe vorgeht und einfach in die Menge schießt. Ich möchte ruhig vorgehen und ich möchte so vorgehen, dass niemand merkt, dass ich da bin. Auch wenn es länger dauert. Und das ist eben auch in dem Fall, in dem Spiel hier der Fall. Und das ist das Problem. Wir haben keinen Schalldämpfer. Und wenn wir hier anfangen zu schießen, weiß das ganze Dorf Bescheid, dass wir da sind. Und dann wissen unter anderem auch die hier Bescheid, dass wir da sind. Die werden jetzt nicht mit dem Flak darüber fahren. Aber nichtsdestotrotz, dann haben wir einen Arsch offen. Und selbst wenn wir hier angreifen, sind die da hinten immer noch da. Aber wir müssen irgendwas machen. Wir müssen irgendwas machen. Ich kann jetzt nicht da drum rumgehen. Weil wir könnten natürlich sagen, wir gehen jetzt hier lang spazieren, gehen dann da nach oben und versuchen, das von der Seite aufzuräumen. Vielleicht ist das eine gute Idee. Ganz ehrlich, da hinten ist niemand. Vielleicht räumen wir das von hier auf. Abgesehen von den Truppen da drüben. Ich glaube, das machen wir. So, komm. Ich nehme die alle mit. Und anstatt, dass die Panzer jetzt hier rübergehen, gehen einfach mal meine Truppen in den Wald.
So, am besten. Ja, super. Das ist eine super Formation. Hier. Boah, die scheiß Husterei, Freunde. Ich werd die nicht los. Kurz zur Aufklärung, die Truppen, die man erhält, ist es fix vorgegeben, das ist je nach Mission anders. Bei der UdSSR-Kampagne war das so, dass man Truppen hatte, so wie die hier, wo man eingestiegen ist mit denen. Und dann eben Stück für Stück, je nachdem wie weit man schon in der Mission gekommen ist, Unterstützungstruppen hat holen können. Panzer, Artilleriegeschütze, normale Soldaten und so weiter und so fort. Hier in der USA-Kampagne spielen wir immer mit denselben Leuten. Mit dem 68. wie auch immer Corps. Das sind irgendwie dieselben Leute, die wir von Anfang an dabei haben. Ich glaube, der Bazooka-Grenadier war in der ersten Mission schon hier, ist uns schon dreimal verreckt und ist jetzt wieder da. Wer heißt denn der überhaupt? Namen werden die wahrscheinlich andere haben. Leonard Taylor oder Leonard Taylor, wie auch immer. So, weißt du was, bevor wir da jetzt irgendwie auffallen? Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da drüben ist was. Aber das würden wir ja auf der Karte sehen. Und hier kann ja niemand sein. Gut, das Dorf geht noch weiter. Vielleicht später irgendwann nochmal die Map. Aber vorerst sind wir auf das hier beschränkt. Erobern Sie die Stadt. Puh. Gib mir 100 Soldaten und 10 Panzer. Und ich hab die Stadt. Aber gib mir nicht die Panzer, die so gesteuert werden, sondern gib mir die Panzer in meine Hand, die ich steuern kann. Welcher Idiot lässt die Panzer hier auf offener Straße stehen, wenn 10 Meter danach so ein fettes Geschütz rumsteht? Ich meine, wir könnten jetzt mit dem Raketenwerfertypen hier anfangen drauf zu schießen, aber was bringt das, außer dass dann alle wissen, dass wir da sind? So, komm hier rüber. Bin ich froh, dass das hier ein bisschen nach unten geht. Und hier sieht uns keiner. Ich meine, abgesehen von den blauen Markierungen, aber jetzt guck dir mal, ob du hier, wenn man das hier... Na, man sieht ein bisschen was. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier patrouillieren würde, da... Ja, bewegt sich halt irgendwas da hinten. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das sieht man nicht. Ist es nicht abhängig davon, wie gut ich in der letzten Mission war? Nö. Nö, 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 nö. In der letzten Mission, das war ja ein absolutes Chaos. Corson... Eine Stadt, die wir erobern mussten, oder ich glaube erobert haben wir sie schon, wir mussten sie halten und plötzlich kamen Raketensalben, da haben wir irgendwelche Leute zurücklassen müssen, leider Gottes, zum Sterben, es tut mir bis jetzt immer noch leid. Und ich glaube, wir sind mit ein oder zwei Panzern rausgegangen und plötzlich in der Zwischensequenz war unsere ganze Mannschaft wieder da. Also das ist wurscht, das ist geskriptet, das ist vorgegeben, das macht nichts. Was schreit der hier, gib mir Cover? Was für Cover? Hier wird nicht geschossen, hoffe ich. So, gehen wir mit denen mal hier nach oben. Weil ich glaube, ich muss mir jetzt hier mal ein paar auswählen. Warum gehen die nicht alle da nach oben? Hallo? Na, kommt mal hierher. Ich glaube, ich muss mir jetzt nämlich hier ein paar auswählen, mit denen wir dann irgendwie vorrücken wollen. Wir müssen uns dieses Ding einfach als erstes holen. Flak 36, sonst sind hier noch ein paar Soldaten am Rumspazieren. Aber das war's. Und wir haben gerade mal einen MP-Infanteristen. Warum ist das nur einer? So, die sind zum Glück getarnt. Das freut mich sehr. Und dann gucken wir mal, wen wir hier haben. Ich werde den definitiv mal... Weißt du was? Ich werde den allen mal, wenn die schon mal da liegen, Feuerverbot geben. Und den Bazooka-Typen, den nehmen wir uns definitiv mal mit. Diese Veteranen haben eine Thompson. Das ist ein gutes Gewehr. Die nehmen wir auch mit. Das sind 3 Stück. Den MP-Infanteristen. Guck mal, die können nämlich auch so Schützengräben ausheben, Feldschanze errichten und so weiter und so fort. Den nehmen wir auch mit. Auch wenn es nur einer ist. Wurscht. Der hat auch eine Thompson. Und der ist immer noch besser als die, die hier mit der stinknormalen, mit dem stinknormalen, wie heißt denn das, Repetiergewehr, also wo du so einmal schießen kannst und dann schon nachladen musst, wie zum Beispiel die Schützen. Halbautomatisches Gewehr. Und die hier halbautomatisches Gewehr. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, theoretisch bräuchten wir alle. Und wir könnten denen ja sagen, geht ins Steingebäude. Eigentlich. Die haben keine Panzer, oder geht in dieses Gebäude hier. Oder in dieses, oder in dieses, es gibt ja mehrere. Weißt du was? Das machen wir. Wir sagen denen, geht in irgendwelche Gebäude da hinten rein. Die sollen sich mal hier aufstellen. Ich hoffe, das passt auch. Ich werde mal speichern, sicherheitshalber.
So, warte mal, die können wir löschen. Wir sind ja aus der Mission schon raus. Save Game 1, Autosave 2, Autosave 3. Dann nochmal hier. Huch! Spiel speichern. Auto. Save. 1. Speichern. Let's go, go, go! No time to waste! Oder am besten ist sogar hier aufstellen. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, wenn wir ehrlich sind. Hallo? 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 So. Warum sind das 7? Warum sind das 7? Achso, es sind 4 Schützen. Na, noch besser. So, da robben die gerade an. Sehr gut, sehr gut. Dauert. Aber wie gesagt, wir wollen das ja taktisch halbwegs klug hinbekommen. Und selbst wenn wir die jetzt hier in ein Haus einquartieren, wie zum Beispiel in diese Steingebäude, solange die nicht schießen, sollte das ja kein Mensch merken. Der Eingang ist hier. Es wäre theoretisch da drüben auch einer, aber ich hoffe mal, die wählen den hier. Und da brauchen wir den... Na gut, wir könnten theoretisch auch diese Steingebäude nehmen. Das ist vielleicht sogar ein bisschen besser. Weil man dann sich ein bisschen eher verteilen kann. Ich hoffe nur, die merken das nicht. Nehmen wir mal die normalen Schützen. Die sollen mal hier hin. Ich glaube, bisweilen sind wir ja ganz gut dabei hier. So, dann hinlegen. Und dann in dieses Haus rein. Und währenddessen kommt der MG-Trupp mal da nach hinten. Na, ich hoffe, das wird was. Ich speichere nochmal. Ihr wisst das, Leute. Ich bin ein Angsthase. So, ich vermute mal, die müssen da rübersteigen. Genau. Theoretisch könnten die hier unten durchkrabbeln. Aber gut. So, ich hoffe, das hat noch keiner gemerkt von denen. Aber es schaut gut aus. Die sind immer noch hier. Sehr schön, sehr schön. Oberst von Salz, den kennen wir ja. Okay, dann sind die hier drin, im Steingebäude. Sehr schön, sehr schön. Das ist zwar das falsche Gebäude, aber das macht nichts. Wir können die anderen drei nämlich hier einquartieren. Und dann sind die zumindest ein bisschen aufgeteilt. Vielleicht auch gar nicht mal so scheiße. So. Dann hätten wir das erledigt und speichern nochmal. Passt. Don't be afraid, brothers. Ja, ja, ja. Sprechen wir nachher dann nochmal drüber. So. Und dann die Herrschaften hier. Wo ist mein Bazooka-Freund? Das ist der hier. Ich meine, den müssten wir theoretisch irgendwo hier aufstellen, aber wie soll er denn auf das Ding da schießen? Hier sind überall Sandsäcke. Hat der von hier eine Möglichkeit, auf da drüben zu schießen? Ich weiß es nicht. Ich meine, der hätte hier theoretisch eine Möglichkeit, aber dann ist halt genau der letzte Spalt dort, der ihm fehlt. Von hier geht's auch nicht, weil da die Sandsäcke sind. Von hier würde es theoretisch gehen, aber gut, wie viele Chancen haben wir von hier zu schießen? Außer genau gar keine. Und der hat nur den Raketenwerfer dabei, den werden wir erstmal da nach hinten stellen. Der bringt uns jetzt noch nicht wirklich viel, wenn wir ehrlich sind. Dann holen wir mal den einen MP-Infanteristen, der sich hier hinstellen soll. Sehr gut. Und die Ingenieurtypen, die sich erstmal hier hinstellen sollen. Dann kratze ich mich kurz mal. Und dann schauen wir mal. Alter, ich habe das Gefühl, das werden immer mehr da unten. Und mitten auf der Straße stehen unsere Panzer. Keine Ahnung, frag mich nicht. Wundert mich nicht, dass der hier eine Einheit nach der anderen verliert. Und weiß nicht, schon 5 Panzer irgendwie in Flammen aufgegangen sind. Heieieiei, was kommt da auf uns zu, Freunde? Will ich's wissen? Irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, das wird nichts Gutes werden. Passt. So. Speichern wir nochmal. Was ist jetzt der Plan? Gehen wir in den Pausemodus. Was ist jetzt der Plan? Ich blende mal kurz die anderen Einheiten ein. Wir haben hier drüben viele. Wir haben hier dieses Geschütz. Dann hängt da hinten einer rum im Busch. Der gehört nicht zum Geschütz, so wie es aussieht. Alles klar. Wobei das Geschütz wird uns ja hoffentlich... Ja, aber das kann sich drehen. Na, ich hoffe, es dreht sich nicht. Gehen wir mal davon aus, es dreht sich nicht.
Das andere könnte sich theoretisch auch drehen, aber wir gehen mal davon aus, es dreht sich nicht. Wobei der halt blöderweise aufs Haus schießen könnte. Vielleicht brauchen wir unseren Flak-Typen dort trotzdem. Ah, den Flak-Typen sei schon den Bazooka-Mann. Aber wo? Der wird ja nicht mit dem Raketenwerfer aus dem Haus rausschießen, würde ich jetzt mal behaupten. Das geht wohl nicht. Wurscht, wir probieren das einfach mal. Wenn nicht, laden wir halt nochmal. Ihr kennt ja, wie das alles hier läuft. Mit denen hier werden wir uns vielleicht mal nicht hier hinstellen. Ins Haus möchte ich nicht. Mit den Schützen. Mit denen mit der Thompson. Die werden wir hier hinstellen. Oder vielleicht mal hier so ein paar Sandsäcke aufstellen lassen. Wobei das ist schon sehr offensichtlich, denke ich. Aber probieren wir halt mal. Ja, dann müssen wir irgendwie anfangen. Und ich habe das Gefühl, die anderen kommen dann sowieso. Es wird wohl nicht lange dauern, bis die anderen hier auch aufkreuzen werden. Das ist so ziemlich der Plan. Na, ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Es sieht nach einem halbwegs guten Plan aus. Ich glaube, es ist der beste Plan gewesen, das Ganze mal zu umrunden. Denn von da drüben hätten wir überhaupt keine Chancen gehabt. Das hier kannst du vergessen mit dem MG. Der ballert einen nach dem anderen nieder. Mit der Granate muss der mindestens hier irgendwo rumliegen, dass der da reinschießen kann. Das bringt nichts. Da ist er schon dreimal tot. Andere Seite, genau dasselbe Problem. Hier Geschützstellung. Bringt nichts. Hier Schützengraben. Da vorne die nächsten. Hier dieses Ding. Bringt nichts. Dann kommt die Brücke und dann sind wir eigentlich schon da drüben, weil da ist die nächste MG-Stellung. Also, ich glaube, der einzige richtige Weg oder der einzige wirkliche Weg, um hier reinzukommen, ist der von da hinten. Jetzt ist die Frage, ob wir das auch umsetzen können, und das werden wir herausfinden.